Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elden Ring. Im letzten Part sind wir hier zur Gammel-Geschmodder-Schmott-Schmott-Kirche aufgebrochen und haben hier diese etwas weinende Frau gefunden, mit der wir sofort gleich reden werden. Ich will nur vorher, einfach fürs gute Gefühl, damit ich mich wohlfühlen kann, diese zwei Wachen hier vor der Tür platt machen. So. Nun kann ich mich auch in Ruhe mit dir unterhalten, ne? Ich möchte nicht die ganze Zeit in Angst leben, weißt du? Das gefällt mir dann einfach nicht. So, zack. Geht hier mit diesem Ding noch irgendwas? Nee, ne? Okay. So, dann schnacken wir mal mit ihr. Wunderschön. Okay, guten Tag. Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. Okay, sie ist hier am Rumeiern, aber das ist nicht diese Millicent-Frau, die wir treffen sollen. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. Aber sollte ich nicht ihr irgendwie helfen? War da nicht irgendwas? Oder geht das erst später? Ich gucke mich jetzt hier noch ein bisschen um. Bin etwas verwirrt. Okay, wir schauen uns nochmal um. Ansonsten gehen wir gerne mal zu diesem Typen. Gory, oder wie auch immer er heißt. Oh, oh. Oder ich habe sie einfach noch nicht gefunden, die gute Dame. Aber ich denke, die sollte hier irgendwo sein. Diese Millicent oder Maleficent. Ne, Maleficent war Disney, ne? Sonst muss ich gleich mal googeln. Aber ich, irgendwie muss das hier weitergehen mit dieser Quest. Is someone there? Da steht die auch draußen vor der Hütte oder so. Oder ich brauche diese Goldnadel. Ich möchte dir gerne helfen, wirklich. Da muss doch was gehen. Nicht, dass ich den Quest schon kaputt gemacht habe, ne? Möglich ist ja alles, ihr kennt mich. Oder es geht noch weiter hoch. Kann natürlich auch sein. Ich gehe mal weiter hoch. Könnte ja sein, dass da oben noch mehr ist. Vielleicht ist da noch eine Hütte oder sowas. Ach, wie schön es aussieht, so. So rot. Noch ein bisschen gehe ich noch gucken. Ah, natürlich. Muss da jetzt ja so ein Vieh sein. Ich gehe mal gleich kurz mal, warte mal. Sternensplitter. Ihr könnt ja mal gerade einen Blick auf dieses widerlich hässliche Vieh genießen, während ich kurz jetzt nochmal nebenbei nachgucke, wo wir hin müssen. Ist das nicht ein guter Plan? Hier. Kann man einen Turm entzünden oder zumindest in einem Turm. Das ist jetzt diese geile Kirche der Seuche. Den 2000-Füßer waren die mal platt gemacht, genau. Ich muss mir diese Goldnadel wiederholen. Also wir brauchen diese Nadel. Vielleicht war das dumm, dass ich sie ihm schon gegeben habe. Kann das sein? Also, ich gehe nochmal wieder zurück.
Oder wir können die Quest hier aktuell erstmal nicht weitermachen. Ich gucke jetzt nochmal da oben, was da noch ist. Ist das ein Rattendrache? Ne, das sind nur Steine. Also wir brauchen die Goldnadel, die wir ihr geben müssen. Und die hat ja jetzt gerade erstmal wieder der Typ. Aber er meinte ja, er braucht ein paar Tage. Vielleicht sind jetzt genug Tage vergangen. Ich gehe jetzt gerade hier oben nochmal gucken, ob hier noch was ist. Und... Alter, was ist denn hier los? Leute, Entspannung bitte. Was ist denn los mit euch hier? Da willst du nur ein bisschen spazieren gehen und hier geht richtig der Punk ab. Aber gut, diese Frau ist es auf jeden Fall, die wir gesucht haben. Wir waren da schon richtig. Wir brauchen nur diese goldene Nadel wieder. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das ein geiler Plan war, ihm die gleich zu geben. Vielleicht hätten wir erst zu der Frau mit der goldenen Nadel und dann ihm die Nadel wieder geben. Oder wir mussten den Boss besiegen, damit das geht. Das kann natürlich auch sein. Ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen um, wo wir gerade eh hier sind. Springen da gleich mal da hoch, weil das interessant aussieht. Wo geht's denn da hin? Ich glaube, ich habe wieder eine Höhle oder sowas gefunden. Ich nehme, ich höre schon wieder Bauarbeiten hier. Was bist du denn, Alter? Moin! Und tot. So ein dicker Zauberer hier. Jetzt ist er tot. Bestienblut. Okay. Irgendwo hier waren noch gerade Leute am Arbeiten. Das habe ich doch gehört. Da macht das diese Bearbeitungsgeräusche. Diese Welt, ey. Einfach nur geil. Ich gehe da jetzt mal hoch, einfach nur, weil ich wissen will, was da ist. Bevor wir uns dann gleich wieder zurück zu unserem Kumpel machen. Ui. Oh mein Gott. Greyrolls Drachenhügel. Okay. Hier waren wir aber schon mal. Okay, alles klar. Hier sind wir jetzt wieder. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Am besten hierhin und reiten nochmal wieder zu ihm, zu seiner Hütte, ne? Das machen wir jetzt erstmal. Und gucken, ob er uns die goldene Nadel jetzt wieder gibt. Ich brauche noch ein bisschen Zeit mit dieser Nadel. Aha. So, wir können was mit unseren Flaschen machen. Und zwar können wir sie verstärken. Doink, doink, Ehre. Dann reiten wir jetzt nicht einfach durch. Ich versuche mal alle wegzuignorieren. Ich habe keinen Bock, jetzt mit denen zu kämpfen. Ich will einfach nur mit unserem Kumpel reden. Moin. Naja, macht man ruhig. Lediglich das Hundi da könnte ein bisschen nerven. Easy. So, Bruder, ich habe deine Kollegin getroffen. Hör's mal, der geht's gar nicht gut. Lass mal miteinander reden. I have awaited your return. Das ist gut. The needle is repaired. Now it will forestall the rotting sickness, I'm sure. Will you give it to the girl, Millicent? Ja. I will reward you in kind. Das machen wir. Reine Goldnadel. Millicent rests at the church atop the cliff beyond Celia, the town yonder. Tended to by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate, indeed. The poor girl, she never wished for any of this. Na dann mal los. Da können wir jetzt ja zum Glück Kirche der Seuchen einfach schnell hinreisen und müssen den ganzen Weg nicht nochmal latschen. Das macht das Ganze etwas angenehmer. Nicht wahr? So. Ich bin wieder da. If you are wise, you will leave immediately.
My flesh writhes with scarlet rot. Oh, das klingt aber echt ungeil. Ich habe hier die reine Goldnadel. You ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot. But how? Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Okay. Would you mind? Es ist sehr dunkel. Oh. Well, that was easier than expected. But why do I feel so? Ich glaube, sie ist hoffentlich in Ohnmacht gefallen. Ja, sie atmet noch. Okay. Dann würde ich sagen, müssen wir uns wahrscheinlich einfach mal eine Runde hier hinsetzen. Zeit vertreiben bis zum nächsten Morgen. Dann ist sie bestimmt wieder fit, oder? Was meint ihr? Bin mir sicher. Dann geht's ihr wieder gut. So. Ja, sie steht wieder. Oh, und sie sieht gut aus. Also sie sieht wieder gesund aus. I hoped to see you again. Ich bin nicht weggegangen. Apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this. By way of thanks. A token though it is. Erbe der Prothesenträgerin. Ich danke dir. I'm considering leaving. On a journey. With the needle buried in my flesh. I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. Okay, Millicent. Okay, sag nichts Neues mehr. Alles klar. Hau rein, Millicent. Ich wünsche dir eine schöne Reise und auf, dass wir uns dann mal wiedersehen, ne? Damit hätten wir das. Ich würde sagen, dann gehe ich nochmal zurück zu unserem Kumpel da unten und gucke, was der jetzt sagt. Jetzt, wo es Millicent, ihr wisst schon, wie sie heißt, nachdem es ihr nun wieder gut geht. So, das wäre dann diese Quest. Dann hätten wir das nämlich erstmal erledigt, aber wir sind damit noch nicht durch. Nein, nein, wir haben noch mehr. Keine Sorge. Ich habe eine Menge. Also, wir werden das, glaube ich, diese Aufnahmesession nicht alles schaffen. Ihr wart wirklich krass fleißig. Ich muss euch mal wirklich erneut ein Lob aussprechen. Einfach nur geil. Und das macht das halt so spaßig. Gut, für mich klar, ich komme nicht so geil ins Kampfsystem rein, weil ich immer nur einmal die Woche spiele für 2,5 Stunden. Aber anders kannst du halt nicht so geil mit euch interagieren. Und das macht halt wirklich Freude, eure Kommentare zu lesen, darauf einzugehen und dann halt auch auf eure Tipps und Tricks zu hören. Und halt gemeinsam sozusagen sich durch Elden Ring zu arbeiten. Das ist einfach schön. Wunderbar. So, mal sehen, ob er noch irgendwas erzählt jetzt hier, der gute Boy. Oh, er ist weg. Aber sie ist wieder da. Oh, hallo wieder. Something about this place felt familiar to me, so I decided to pay a visit, hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Das könnte sein. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Ich sehe jetzt erst, dass sie ein Arm fehlt ihr. Well, never mind that. I must focus on my journey. For which I have you to thank. I must stay strong. Alles klar, sie sagt schon mal nichts Neues mehr. Leute, ich check kurz, dass wir nichts vergessen, okay? Okay. Okay, also wir können jetzt Folgendes tun. Moment, ich gehe mal wieder zurück.
Sorry, dass wir heute ein bisschen nachlesen müssen, aber wie gesagt, es ist halt sonst blöd, wenn du dir die Quests zerhaust, ne? Es ist dann, wie es ist. Wir gehen einmal nochmal wieder hier hin, chillen kurz am Feuer, kehren dann nochmal wieder zurück, dann ist der Alte wohl wieder da. Und verkauft uns ab jetzt Zauber. Ist für uns natürlich nicht so spannend, aber ist doch nett. Und dann geht nämlich diese Quest von der guten Dame weiter. Ist noch nicht durch. Mio, wie er sich so cool in die Kurve legt beim Reiten. Mega nice. Elden Ring wurde ja, oh, wer hätte es gedacht, tatsächlich jetzt auch für die Game of the Year Awards nominiert. Ich weiß auch nicht, wer daran gezweifelt hätte. Ich bin mal gespannt. Was ist denn... Aua, ich frage mal so in die... Oh, jetzt ruckelt das natürlich auch noch. Alter, was ist denn hier los? Es gab übrigens wieder einen neuen Nvidia-Treiber-Update. Habe ich auch noch installiert vorher, aber löst die Problematiken immer noch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen bedauerlich. Aber es ist besser geworden. Es ist nicht mehr so schlimm. Ihr seht, ich meckere nicht mehr so viel. Da ist er ja wieder. Hi! Thank you kindly. Gehst du mal aus dem Bild hier bitte? Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the Salians, descendants of the Eternal. So, Zauberei studierend. Millicent war übrigens hier, ne? Oh, you noticed, did you? Ich war da. Indeed, Millicent did visit this hovel of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Okay. Was hat er denn hier? Schimmersteinsterne, Nachtsplitter und Nebel der Nachtjungfer. Setzt für euch einen lebenszehrenden Silbernebel frei. Ich glaube, Magie in Elden Ring kann auch richtig bocken, oder? Also ich stelle es mir schon irgendwie cool vor. Muss ich ja doch gestehen. Vielleicht irgendwann mal. Ich habe schon gesagt, wenn ich hier fertig bin mit dem Game, werde ich danach mit meiner besseren Hälfte auf jeden Fall einmal nochmal zusammen eine Runde in diesem, mit diesem Koop-Mod spielen. Und ich glaube, da würde ich vielleicht dann tatsächlich mal es wagen, auf Magier zu gehen, weil ja dann einer dabei ist, der dann im Zweifel hauen kann. Wobei, mal sehen, wenn Schatzi dann doch lieber den Magier spielen möchte, werde ich natürlich vornehm zurücktreten, wie es sich für einen Gentleman gehört, nicht wahr? Jetzt wollte ich kurz mal gucken, wir brauchen noch ein paar Runen fürs Level-Up. Wie sieht's denn im Inventar aus? Weil vielleicht haben wir genug da, damit wir wieder die Runen nicht verlieren. Alter, ich habe hier 9 von den Dingern. Benutzt, um sehr viele Runen zu erhalten. 5000. What the fuck? Wo kommen die denn alle her? Auswahl nutzen. Ich brauche 3 davon. Na, mach mal 4. Dann reicht's auf jeden Fall. Dunk! Und schön am Ort der Gnade erstmal resten. Stufenaufstieg. Und wir gehen mal wieder ganz entspannt auf Geschick. Bestätigen. Ja. Jetzt brauchen wir 80.000 Runen. Wie viel habe ich denn noch? Ich habe ja noch eine Menge von den Dingern. Wo kamen die denn her? Das ist ja richtig übel. Davon nochmal 5. Ja, wird aber nicht reichen. Aber also das nächste Level-Up ist auf jeden Fall nicht weit entfernt. Gut, jetzt lass mich mal kurz gucken. Genießt mal noch ein bisschen die Optik, während ich nochmal wieder nachstudiere, wie es jetzt weitergeht. Ihr habt ja so fleißig geschrieben. Wir müssen jetzt hier weitermachen. So. Was haben wir gemacht? Zwei Wege, blablabla. So. Okay, hier geht's weiter. Okay. Okay. Also ein bisschen weitermachen können wir es jetzt schon, aber wir können die Quest noch nicht komplett abschließen. Ich würde sagen, wir machen hier tatsächlich erstmal Pause mit der Maleficent Quest. Ich mach mal eben
mir einen Marker. Ich führe jetzt nebenbei echt einen Dokument, damit ich mir das merken kann. Ne, weil sonst haben wir echt ein Problem. Quest im Altus Plateau fortsetzen. Also wenn wir zurück zum Altus Plateau kehren, dann machen wir diese Quest weiter. Ich habe derweil aber noch eine weitere Quest, so ist es ja nicht. Also das machen wir erstmal weg. Jetzt gehe ich die Liste kurz durch. Was vergessen, Zauberstadt, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Jetzt können wir die FIA-Quest weitermachen. Genau, lass uns die mal machen. FIA. Da hat mich diesmal der gute Ponocross draufgebracht. Habe ich mir da auch was ausgesucht? Oh, den haben wir gemacht. Hier. Mit der Gnade. Genau, wir müssen jetzt zu dieser Dame, die einen immer umarmt. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Mit der geht's weiter. Die hat nämlich auch eine Quest. Und dafür brauchen wir eigentlich ein Item, und zwar Fluchmal des Todes. Und das scheinen wir, glaube ich, auch schon zu haben. Ich guck mal eben. Das müsste hier unter den Schlüsseldingern sein. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, wie das Teil aussieht. Fluchmal des Todes. Da. Fluchmal des Todes. Das haben wir. Das gab's in der Akademie, wo wir mit der Sanduhr alles umgedreht haben. Da konnten wir das Fluchmal des Todes organisieren. Und wir gucken mal. Ein in das Fleisch von Rani der Hexe geritztes Fluchmal, auch bekannt als die Halbkreiswunde des Tausendfüßlers. Dieses Fluchmal wurde zum Zeitpunkt des Todes des ersten Halbgottes erschaffen und hätte die Form eines Kreises annehmen sollen. Da aber zwei Halbgötter gleichzeitig starben, wurde das Fluchmal in zwei Hälften geteilt. Rani war die erste der Halbgötter, deren Fleisch verging. Beim Prinzen des Todes starb hingegen nur die Seele. Okay, mit dem Ding können wir nämlich diese Quest weitermachen. Dafür müssen wir dann jetzt erstmal wieder zurück zu dieser Tafelrunde. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, uns von der Frau erstmal umarmen lassen. Machen wir damit erstmal weiter. Where have you been hiding? Guten Tag. Mal sehen, ob sie was Neues erzählt. Hi. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? Ja. Now, come closer. Ich mich jederzeit gerne umarmen und drücken. Hätte ich jetzt wirklich ganz gerne. Bin so einsam momentan. Und seit 2 Wochen bin ich jetzt schon Strohwitwer. Fast, nicht mal ganz. Und es ist wirklich schlimm. You are so very warm. Dankeschön. Man nennt das Hitze. Segen des Firmaments. So, ein Gefallen. My dear, might I ask something of you? Could you please find the owner of this dagger and return it to them? Ein verwitterter Dolch. A certain person gave it to me as a gift. It's a very precious thing. It must have a special place in the owner's heart. So I would like for the original owner to have it back, if you wouldn't mind. Erzähl mir mal was über den Dolch. I'd like you to find the owner of the dagger I gave you and return it to them. It's a very precious thing. It must have a special place in the owner's heart. Okay, und wer mag der Owner jetzt sein? To you, my dear. Ich schnack einfach erstmal alle hier in dieser Feste an. Irgendeinem wird das Ding bestimmt schon gehören. Ansonsten überleg mal, wenn das jetzt irgendjemand auf der Welt ist, wie soll ich denn den jemals finden? Das wird ja niemals passieren. Mann, ist dieser Helm hässlich. Alter, scheiße. Okay, gucken wir mal. Wer könnte das sein? Vielleicht der Schmied? Reden wir doch mal mit ihm. Vielleicht weiß er was über den Dolch. Well, have you been hiding? I took you for dead. Ja, das höre ich öfter, ne? Lay out your arms, then. Gerne. Kriegsasche, Kriegsasche duplizieren. Er weiß nichts über das Ding. Weißt du über was? Hi. Are you here for spirit tuning? Über die Stimmen. I can hear it from across the wing. Da muss auch noch irgendwas abgehen. The howling and wailing of spirits in fear of the curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. You should keep your distance. I know you're strong, but please
Okay, sie weiß auch nichts. Na gut. Ja, lieber Hahn, ist doch in Ordnung. Meine Lieben. Der Hahn, er ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.